Also grundsätzlich, was den Einsatz betrifft und was die Qualität von den einzelnen Spielern, wie sie gearbeitet haben in den Trainings betrifft, das war sicher positiv. Wir haben ja eine sehr gemischte Gruppe, also sowohl was das Level betrifft, als auch was, sagen wir mal, den Stand betrifft, wo jetzt die Spieler da gerade im Leistungssport da stehen. Da haben aber wirklich alle das beherzigt, was wir von ihnen wollten, dass sie versuchen, die 100% jeweils zu geben. Und so war auch die Mischung, denke ich, gut. Und die Spieler haben sich gut unterstützt. Und jeder hat dort, wo er gerade am wichtigsten arbeiten muss, denke ich, profitieren können. Sehr gut, weil man hat wirklich gesehen, dass es viele verschiedene Spielertypen gibt und auch die Spielstärken. Und was mir richtig taugt hat, ist, dass wir wirklich dieses Geben und Nehmen gesehen haben. Und ich habe das auch wirklich gespürt, weil wir haben Einheiten dabei gehabt, wo wir mit den Eltern trainieren haben dürfen. Das hat uns extrem geholfen. Und wir konnten das den Jüngeren dann auch ein bisschen weitergeben, weil natürlich hilft es uns auch, wenn wir es von den Älteren sehen, wie die das handhaben und so weiter. Dann können wir es natürlich auch den Jüngeren zeigen, wie das funktioniert. Und die Gruppendynamik hat mir auch extrem taugt, das war wirklich sehr gut. Und ich bin wirklich zufrieden mit den Trainingstagen und bin auch wirklich positiv überrascht von den Jungen, dass sie es auch schon so gut geschafft haben, sich da wirklich einzubauen ins Training. Ich fand es auch cool, dass wir dieses Mal so viele waren. Und ich fand auch, dass die Qualität von den Trainingseinheiten immer sehr hoch war und dass wir gut miteinander ausgekommen sind. Okay, und abschließend vielleicht hast du ein Tipp jetzt noch für die jüngeren Spieler, die du gesehen hast, was empfiehlst du denen für die Zukunft? Ja, was ich gemerkt habe, ist, dass da jetzt beim Kurs eigentlich jedem wirklich Spaß macht und das soll es auch bleiben, weil sobald was keinen Spaß mehr macht, geht es auch nicht mehr so weiter, wie man sich's vorstellt. Das heißt, immer mit Freude bei dem Ganzen sein, die ganze Energie, die man so hat, da reingeben im Training. Und dann schaut das Beste dabei heraus und dann macht das am meisten Freude am Ende des Tages. Freude halt dabei sein, das haben die Trainer da gut vermittelt und das haben auch die Spieler dann gut aufgenommen und haben eigentlich dann eigentlich für die gute Atmosphäre beim Kurs. Ja, I think would be nice, like if, like I said before, if they can work on like working hard and also like having fun, because it's important to work hard together and help together. Schaltet das Hirnkastel leider aus, spielt sich nicht unnötig aus, sondern rennt lieber einen Ballwechsel mehr, als das riskiert. Passt, danke schön. Danke. Was nehmt euch jetzt noch die Trainingstage mit ins eigene Training daheim an? Was wollt ihr arbeiten in Zukunft? Also, ich bin auch Fitness, bei mir, das ist sehr wichtig für mich. Also viel Ausdauer trainiere, das habe ich gemerkt, dass ich das mache. Okay. Ja, also immer motiviert bleiben und nie aufgeben, auch wenn es einmal sehr schwer wird und Ruhe bewahren, falls es einmal nicht so gut läuft. Ja, ich glaube vor allem, dass spielen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, dass man sich immer anders auch darauf einstellen muss, je nachdem wer aufspielt, immer anders sich darauf einstellen und generell einfach Spaß dran haben am Spielen. Okay. Einfach viel Spieler für die kommenden Turniere, wenn sie stattfinden, dass man dort gute Ergebnisse abruft. Also ich muss noch ein bisschen an der Doppelabwehr was machen und ein paar Aufwärmübungen mit dem Terraband, die waren auch neu und die werde ich wahrscheinlich auch einbauen. Bei mir ist auf jeden Fall nur die Technik bei der Abwehr und bei der Bekämpfung allgemein. Ja, und halt immer sicher spielen und so und nicht so viele Fehler machen. Ich werde speziell an dem Rhythmus und der Ballsicherheit arbeiten in meinem Training zu Hause. Und was ich mitnehmen werde, ist, dass man halt in jedem Training, also in jeder Einheit, immer den Fokus beibehalten sollte, weil das einfach die Qualität von den Trainings steigert und dadurch ist halt eher Qualität vor Quantität, steht eher an der Spitze für mich.
dass ich bei den Überkopfschlägen die Ballen Hecher triff und ein bisschen Mücke zusammenkriege. Alles Gute, Dankeschön. Danke.